Legalisierung an. Das ist jetzt aber keine Legalisierung. Warum macht man keine Legalisierung? Es ist schon, also für die über 18-Jährigen ist es dann eine Legalisierung. Für die über 18-Jährigen sind ja im Rahmen der Grenzen, die ich hier gerade beschrieben habe, sind also Kauf, Nutzung und Besitz also sind legal, einschließlich dem Eigenanbau von bis zu drei Pflanzen. Das ist dann legal in dem Sinne, innerhalb dieser Grenzen. Ja, hallo ihr Lieben. Das sagt unser Lauterbach, der Gesundheitsminister, zu Legalisierung, was angedacht ist. Und ich begrüße euch recht herzlich hier zu dieser Sondersendung. Und am Anfang möchte ich gleich mal sagen, natürlich ist es keine Legalisierung. Legalisierung würde ja eigentlich bedeuten, dass alles ohne Regeln frei ist, was Cannabis betrifft. Wir reden hier also, da hat der Reporter das schon richtig ausgedrückt, eigentlich nur von einer Regulierung. Und das findet jetzt gerade statt oder soll dann stattfinden. Also herzlich willkommen hier bei der Sendung. Stimmen der Polizei zur Legalisierung. Bei der geplanten Legalisierung von Cannabis zu Genusszwecken dringt die Gewerkschaft der Polizei auf eindeutige Regeln, die Polizeibeamte nicht unnötig zu belasten. Das aktuelle Eckpunktepapier lässt noch zu viele Fragen offen, sagte der GdP-Bundesvorsitzende Jochen Koppelke am Mittwoch. Die nun vom Kabinett beschlossenen Eckpunkte könnten für die Polizei auf kleinteilige, kontrollintensive Einzelprüfungen hinauslaufen, gab er zu bedenken. Die Festlegung einer Obergrenze zieht ja trotzdem Kontrollen nach sich. Das heißt, wir sind künftig alle mit einer Feinwaage unterwegs, warnte Koppelke. Ja, da hat der Herr Koppelke von der Polizeigewerkschaft natürlich in gewisser Weise recht. Es muss natürlich weiterhin kontrolliert werden. Aber seien wir uns ehrlich, worum sollte es denn eigentlich gehen? Es dürfen eben nicht mehr so viele Erwachsene verfolgt werden. Also Leute, die ordentlich wählen gehen, die arbeiten gehen, die das unter Kontrolle haben, die sollten doch hier nicht mehr verfolgt werden. Die sollten doch hier nicht mehr den Justizapparat stören, ja, sage ich jetzt mal, oder belasten. Und natürlich muss weiterhin kontrolliert werden, ob jetzt alle Polizisten mit einer Feinwaage rumlaufen müssen oder mit Testgeräten, um jetzt zu testen, ob da mehr THC oder weniger THC zustande kommt, bezweifle ich jetzt auch. Ob das alles noch so wird, ist aber eh noch in Frage. Aber wie gesagt, wir sollten eher uns darauf konzentrieren, welche Verbesserungen treten eigentlich durch die Regulierung oder Legalisierung in Kraft. Jetzt heißt es abwarten. Gibt die EU grünes Licht? Um hier nun rechtlich auf der sicheren Seite zu sein, kündigte Gesundheitsminister Lauterbach die Einleitung einer sogenannten Vorabprüfung durch die EU-Kommission an. Dieser werde man an das Eckpunktepapier vorlegen und erläutern. Im Wege einer Interpretationserklärung soll die Kommission davon überzeugt werden, dass die Vorstellung der Ampel mit den Zielen internationaler Abkommen und Verträge, vor allem im Hinblick auf den Gesundheits- und Jugendschutz, nicht nur im Einklang stehen, sondern sogar besser erreicht werden könnten. Folgt die Kommission unserem Weg einer kontrollierten Legalisierung, bekommen wir auf der Grundlage des Eckpunktepapiers einen Gesetzesentwurf. Definitiv vermieden werden soll jedenfalls eine Hängepartie wie seinerzeit bei der Maut. Verlaufe das Vorabprüfungsverfahren durch die EU in Brüssel im Ergebnis positiv, dann sei auch ein Vertragsverletzungsverfahren seitens der EU ausgeschlossen. Die Zahlen sind teilweise verwirrend. Manche reden von 2023 und auch 2025 wurde schon gehört. Hinsichtlich des Zeitplans zeigte sich Lauterbach optimistisch. Er glaube, dass sich die Kommission sehr schnell mit dem Projekt auseinandersetzen werde. Außerdem würden auch andere Mitglieder des Kabinetts jetzt in bilaterale Gespräche eintreten. Im Ergebnis sei das Verfahren offen. Gäbe es eine positive Reaktion aus Brüssel, könne die Ampel auf Grundlage der Eckpunkte bereits im ersten Quartal des ersten Jahres einen Gesetzentwurf vorlegen. Mit der Legalisierung sei dann 2024 zu rechnen, sagte Lauterbach.
In der Politik, der Cannabis-Community sowie unter Juristen riefen die Ampel-Eckpunkte unterschiedliche Reaktionen hervor. Der Bernauer Jugendrichter und Cannabis-Aktivist Andreas Müller kritisierte das Ampelvorgehen heftig. Wenn die EU ihre Zustimmung verweigert, soll dann der verfassungswidrige Zustand in Deutschland vorgelten, bis das Verfassungsgericht eines Tages anders entscheidet? Das ist doch absurd, erst auf grünes Licht aus Brüssel zu warten, so Müller mutlos. Damit relativiert die Ampel ihr Versprechen und gibt die Zügel aus der Hand. Einverstanden mit dem Vorgehen der Ampel, das Vorhaben erst in Brüssel checken zu lassen, zeigte sich hingegen der Strafrechtler und Kriminologe Dr. Römin Hoffmann, der seinerzeit vor einer Niederlage Deutschlands vor dem Europäischen Gerichtshof gewarnt hatte. Ich halte das für einen klugen Schritt von Herrn Lauterbach, die Kommission zu einem früheren Zeitpunkt in Gesetzesvorhaben einzubeziehen. Ist nicht ungewöhnlich. Gerade bei so komplexen Planen wie der Cannabis-Legalisierung ergäbe es absolut Sinn, sich zuvor Feedback zu holen, so Hoffmann. Hier stimmte auch der Göttinger Strafrechtler Professor Kai Ambos zu. Ja, hier nun die wichtigsten geplanten gesetzlichen Regelungen zur Cannabis-Legalisierung. Cannabis und Tetrahydrocannabinol, THC, werden künftig rechtlich nicht mehr als Betäubungsmittel eingestuft. Ja, das bedeutet also, dass der Wirkstoff THC, der bislang ja rechtlich ein Problem war, aus dem Drogenkatalog praktisch gestrichen wird. Also, dass er dort nicht mehr aufgeführt wird als verbotenes Betäubungsmittel. Das sagt erstmal dieser Satz aus, ja. Die Produktion, die Lieferung und der Vertrieb werden innerhalb eines lizenzierten und staatlich kontrollierten Rahmens zugelassen. Ja, die Beschreibung ist natürlich noch sehr ungenau. Das heißt, da es sich ja um eine nicht medizinische Produktion handelt, sollte es ja eigentlich auch nicht pharmazeutischen Unternehmen möglich sein, Produktion zu starten. Es wird also auch daran gedacht, die Lieferoptionen genau zu planen, sodass auch Lieferungen staatlich kontrolliert werden. Die Frage ist wohl genau, unter welchen Auflagen das dann geschieht. Ja? Also die haben schon sehr viel geplant, aber wie der genaue Ablauf dann eigentlich sein soll oder wer jetzt genau anbauen darf, unter welchen Kriterien oder mit welchen Voraussetzungen, das ist halt alles noch völlig offen. Da gibt es zwar noch diesen Plan von 2018, diesen Gesetzesentwurf, der erstellt wurde, woran man sich halten könnte, heißt aber nicht, dass es auch so umgesetzt wird. Also es ist alles noch relativ spannend. Der Erwerb und der Besitz bis zu einer Höchstmenge von 20 bis 30 Gramm Genusscannabis zum Eigenkonsum im privaten und öffentlichen Raum werden straffrei ermöglicht. Genau. Ja, das bedeutet also, dass beschlossen werden soll, dass du innerhalb oder außerhalb deiner Wohnung praktisch mit 20 bis 30 Gramm erwischt werden darfst, zu Genusszwecken. Also du musst kein Cannabis-Patient mehr sein, sondern ganz einfach zu Freizeit- und Genusszwecken. Darfst also mit 20 bis 30 Gramm in deiner Wohnung, also jetzt bei einer Hausdurchsuchung oder auch außerhalb deiner Wohnung beim Spazierengehen, bei sich führen oder haben. Wie das jetzt genau gekennzeichnet sein muss, ob das in gewissen Verpackungen sein muss, ob das noch versiegelt sein muss und du das erst zu Hause öffnen darfst. Ja, also das, wo das alles genau oder wie das alles genau gekennzeichnet sein muss, das ist halt aus dem Eckpunktepapier, geht das noch nicht hervor, wie halt viele andere Sachen auch. Aber es geht schon mal in die richtige Richtung. Privater Eigenanbau wird in begrenztem Umfang erlaubt. Ja, die Rede ist im Moment von 2-3 Pflanzen pro Person. Also wenn man davon ausgeht, dass man eigentlich aus einer Pflanze locker 30 Gramm herausbekommen kann, also wenn man es zumindest ein bisschen kann. Es gibt auch welche, die schaffen nicht mal 5 Gramm. Nee, aber seien wir uns ehrlich, also 20, 30, 40 Gramm oder mehr, je nach Topfgröße und so weiter, sollten ja durchaus möglich sein. Ich würde mich schämen. Auf jeden Fall, ja, ich glaube, dass man dann bei 2 oder 3 Pflanzen, die einem ja dann möglich sein soll, beim Eigenanbau
wieder über die Höchstmenge kommt, die man ja eigentlich vorher festgelegt hat. Also entweder ist man ja bei einer Höchstmenge von 20 bis 30 Gramm, die man also haben darf. Würde also bedeuten, dass man also bei, ja, bei ein oder zwei, drei Pflanzen, wie auch immer, schnell wieder über diese Höchstmenge kommt. Ich weiß, der Lauterbach hat das schon erwähnt, dass es da irgendwie auch geregelt werden soll. Ich finde spannend, wie das genau geregelt werden soll, weil entweder müssen die ja die Höchstgrenze nach oben setzen oder die müssen es anders regeln. Ich habe keine Ahnung, wie es genau dann funktionieren soll. Wird auf jeden Fall auch dieser Punkt, bleibt spannend. Wäre auf jeden Fall blöd, wenn man über die Höchstmenge kommt, weil man jetzt zu Hause, weil die Pflanze zu groß geworden ist. Ich meine, dann ist es nicht richtig durchdacht, sage ich mal so. Ja. Ja. Laufende Ermittlungs- und Strafverfahren sollen dann zu nicht mehr strafbaren Handlungen beendet werden. Ja, okay, viele können da vielleicht nichts mit anfangen. Für einige wird es aber gut sein, dass das so ist. Man kann natürlich rückwirkend jetzt nicht alle Verfahren, die jemals schon wegen Cannabis bestraft wurden, aus der Vergangenheit, jetzt, dass die alle Geld kriegen dafür, dass sie bestraft wurden. Gesetze waren so, da kann man nichts dran ändern. Aber was damit gemeint ist, ist, dass kurz vor der Regulierung oder kurz bevor das beschlossen wird oder wenn das jetzt beschlossen wird und du kurz davor, hört sich jetzt blöd an, wenn du kurz davor dir was zu Schulden kommen lassen, also wenn du dann noch erwischt wurdest mit 30 Gramm, sag ich mal, die dann zu der Zeit noch ungesetzlich sind, dass sobald das reguliert wurde, praktisch das fallen gelassen wird. Mit anderen Worten, das wird sich dann um 6 Monate handeln, so ungefähr, dass du in dieser Zeit praktisch vor der Regulierung, was du da anstellst, dass es fallen gelassen wird, wenn das in diesem Rahmen fällt und das dann erlaubt ist. Ja, ja, also weiß Bescheid. Kurz davor kannst du also mit 30 Gramm rumlaufen, so ungefähr. Beziehungsweise ein halbes Jahr davor kannst du schon anfangen, deine Pflanzen groß zu ziehen, und so, dass du leicht über die 30 Gramm kommst. Der Vertrieb darf mit Alterskontrolle in lizenzierten Fachgeschäften und gegebenenfalls Apotheken erfolgen. Ja, so Herr Lauterbach, seine Idee oder der Gesetzesentwurf. Hier ist noch nicht klar, welche Möglichkeiten für wen es in Zukunft geben wird. Es ist also denkbar, wie schon erwähnt, der Vertrieb in Apotheken, da die ja eh schon über Cannabisblüten verfügen. Ich halte das aber für eher, man sollte das trennen. Ich glaube, normale Freizeitkonsumenten sollten nicht unbedingt in Apotheken geschickt werden. Es sollte also lizenzierte Fachgeschäfte, wie es da genannt wird, sollte es geben, Vertriebsstellen. Darüber hinaus vielleicht auch Cannabis-Social-Clubs. Es ist in Sprache, wie genau das erlaubt wird oder gemacht werden soll, ist aber alles offen. Es bleibt zu hoffen, dass nicht nur Menschen mit Geld die Möglichkeit haben, sich Lizenzen zu kaufen in 6-stelliger Höhe, und dass es nur denen ermöglicht wird, ja, Coffeeshops oder Social Clubs zu errichten. Da gibt es auf jeden Fall viele, viele Ideen, und man muss schauen, was davon wirklich umgesetzt und möglich gemacht wird oder ob es wieder alles durch Anträge und unmögliche Voraussetzungen unmöglich gemacht wird. Werbung für Cannabisprodukte wird untersagt. Ja, da habt ihr natürlich meine absolute Zustimmung. Und es ist ganz klar, dass solche Sachen, Verkaufsshops und so, nicht in der Nähe von Schulen, Kindergärten oder auch, dass Werbung gemacht wird im Fernsehen, Radio oder auch außerhalb des Geschäftes, ist für mich super und gibt es meine Zustimmung, ganz klar. Top. Es werden Vorgaben festgelegt, um die Qualität und Reinheit sicherzustellen. Ja, auch das ist ein Punkt, finde ich, der sehr weitläufig ist. Das heißt, wie ist es auslegbar, dass natürlich Cannabis nicht gestreckt werden darf mit irgendwelchen Mitteln? Das sollte mal ganz klar sein. Vielleicht deckt das dieser Punkt schon mal ab. Aber auch, darf Cannabis dann noch mit gewissen Sachen gedüngt werden? Darf Cannabis überhaupt noch gedüngt werden? Mit welchen Sachen und wie viel? Gibt es vielleicht Düngeschemen, die uns vorgelegt werden, die man benutzen darf? Und wenn die du übertrittst, dann ist es halt
kommt es nicht mehr durch, das Cannabis? Wer kontrolliert das? Wie wird es kontrolliert? All diese Fragen bleiben natürlich offen und auch das bleibt spannend, dass man die erwünschte Reinheit und Qualität eigentlich erhält, die die Leute ja erhalten wollen. Weil viele haben auch schon festgestellt, es gibt Unterschiede zwischen einem Homegrow oder einem Apothekenweed. Ja. Versteht mich nicht falsch, ihr wisst, ich glaube, die Leute, die es bereits nehmen, die kennen sich aus und wissen, was ich meine. Es gibt einfach Unterschiede und ja, ich bin gespannt, ob es auch politisch oder bei den Regelungen Unterschiede geben kann. Vielleicht darf ja ein Cannabis-Social Club mit höheren Prozentzahlen arbeiten, weil er Patienten versorgt. Oder Cannabis oder Apotheken dürfen mit höheren Prozentzahlen fahren und die normalen Shops nicht. Was die sich da auch immer einfallen lassen. Ich finde es auf jeden Fall einen spannenden Punkt, wie die Reinheit und Qualität sicherstellen wollen. Als Mindestaltersgrenze für den Verkauf und Erwerb wird die Vollendung des 18. Lebensjahres festgelegt. Ja, auch hier kann man eigentlich zu dem Punkt nur so viel sagen. Es ist klar, es gibt viele Studien darüber, die Hirnforschung hat es schon lange bewiesen, dass ein vorzeitiger Konsum vor dem 18. bzw. 21. Lebensjahr, bevor das Gehirn nicht völlig entwickelt ist, sollte man halt nicht konsumieren. Und deshalb sollte natürlich auch ein starker Jugendschutz stattfinden, ganz klar. Ja, nach meinem Wissen ist aber die Idee mit dieser Obergrenze schon wieder verworfen, weil es die Regulierung nur unnötig komplizieren würde, zu sagen, die einen dürfen nur bis zu so, also ab 18 darf man dann bis 15% und wenn man 17 ist, bis 19%. Wer will das kontrollieren und wie soll das funktionieren? Ich glaube, man sollte auch Regulierung schaffen, die auch wirklich dann im Alltäglichen funktionieren können, ja, und es nicht wieder verkomplizieren. Es ist die Einführung einer besonderen Verbrauchsteuer, Cannabissteuer, vorgesehen. Ja, natürlich ist das auch eine gute Idee. Das sind ja eigentlich die Hauptargumente auch von den Legalisierern, warum man eigentlich Cannabis legalisieren sollte, um den Schwarzmarkt natürlich auszutrocknen und um natürlich auch Tabaksteuern bzw. Cannabissteuern damit einzunehmen. Das ist eine gute Idee, kann man wieder Prävention machen, man kann Aufklärung machen, man kann viel Gutes wieder mit den Einnahmen machen. Ja, abgesehen davon, auch hier bleibt zu hoffen, dass es nicht zu sehr auf die Endverbraucherpreise geht, weil das würde wieder den Schwarzmarkt zum Blühen bringen. Ich glaube, das wird der schwierigste Punkt, die Preise richtig zu machen, dass der Schwarzmarkt sich nicht an dem regulären Markt bedient und es weiterverkauft, um sich Steuern zu sparen oder dass sich das Geschäft einfach lohnt. Ich glaube, das bleibt und wird eine schwierige Aufgabe, wie man das richtig handhabt. Die cannabisbezogene Aufklärungs- und Präventionsarbeit sowie zielgruppenspezifische Beratungs- und Behandlungsangebote werden weiterentwickelt. Natürlich, auch das kann nur eine super Idee sein, wie eben schon erwähnt. Dazu braucht man natürlich Geld, was wieder durch die Steuern generiert werden kann. Und ja, im Grunde genommen wünscht man sich das schon lange auch für Alkohol und Tabak. Ich glaube, dann wären wir schon viel weiter, wenn da mal das Geld für viel mehr Prävention und Aufklärung eingesetzt würde. Und in diesem Sinne, glaube ich, ist es ein guter Punkt und sollte man natürlich so umsetzen. Ja, ob man in Thailand auch, ich will das gar nicht wiederholen, weißt du, da gibt es aus der Redaktion, da kommen Meldungen, Leute, das ist unfassbar, ja. Also ob man in Thailand wohl auch Trans-Dingensblüten kriegen würde, ja, also ob man da auch drauf achten, ob die Stiele einen Gelkopf haben oder so, ja, keine Ahnung, ich will auch nicht weiter darauf eingehen. Wurscht. Also. Ja, bestes Beispiel, wie man eigentlich nicht legalisieren sollte, gibt ja Thailands wilder Weed Westen, wie man so schön sagt. Also am 9. Juni wurde ja als erstes asiatisches Land in Thailand Cannabis legalisiert. Und zwar, boom, alles offen gemacht und da ging's los, Leute. In jedem Hotel, in jeder Imbissbude kannst du da deine Blüten kaufen und also wild, wirklich wild.
zu wild, weil da wurde halt zu schnell legalisiert und nicht dran gedacht, dass man eventuell auch ja, vielleicht ein paar Altersbeschränkungen festlegen sollte und gewisse Regularien oder Qualitätsmanagement irgendwie einführen sollte. Ja. Aber die sind jetzt dabei, die haben jetzt schon ein, zwei Regularien verfasst, die jetzt langsam umgesetzt werden, wie Altersbeschränkungen, dass es nicht mehr überall verkauft werden darf und so weiter. Wie das genau jetzt da in Thailand abläuft, kann ich euch jetzt gar nicht genau sagen. Wollte ich nur noch mal in diesem Zusammenhang erwähnen, dass also eine Regulierung sehr wohl Sinn macht, wenn man sie vernünftig reguliert und das nicht alles verkompliziert und dadurch wieder sinnlos macht und den Schwarzmarkt wieder anfeuert. Ja, in diesem Sinn bleibt es grün. Wir hoffen, dass die das schnell umsetzen, vielleicht schon 2023. Und ja, drücken wir denen die Daumen, dass die EU da freie Fahrt gibt und die den Gesetzesentwurf ausfeilen können und für uns ja, zum Positiven darlegen können. Also bleibt's gesund. Bis dahin. Baba.